Wow. Okay. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Haros Horrorgeschichten. Ich bin der namensgebende Haro. Und ihr seht, es ist mittlerweile etwas dunkler hier geworden. Das freut mich für die Aufnahme natürlich. Jetzt kann ich endlich hier wieder meine schönen Kerzen verwenden. Und wir sind eben genau da, wo wir gestern aufgehört haben, am Samstag. Nämlich am Anfang von Kapitel 3. Und ich werde diesmal wirklich versuchen, dieses Kapitel an einem Stück so durchzuspielen, so wie es gedacht ist, ohne vorher rausgehen zu müssen. Und dementsprechend gehen wir auch schon mal direkt ins Spiel rein. So. Wir sind, nachdem wir mit dem guten Mr. Dr. X abgeschlossen haben, sind wir jetzt wieder zu Hause angekommen. Und wir machen erstmal das Licht an natürlich. Aber wir gehen mal ans Telefon, es klingelt gar nicht. Ja, okay. Das habe ich mich gerade schon gewundert, warum das auf einmal so dramatisch etwas leiser wurde. Wir gehen mal in die Badezimmertür rein, weil wir wollen uns erstmal eine schöne Dusche gönnen, um den ganzen fürchterlichen Tag hier zu vergessen. Ja, gehen wir direkt mal rein. Auch hier erstmal Licht einschalten. Bad. Nimm ein Bad, nimm eine Dusche. Beweg den Vorhang. Ah, angenehm. Toilette. Ja, nee, das machen wir lieber nicht. Nimm ein Bad. Ich glaube, ich gehe nur. Dann nehmen wir doch eine Dusche. Toll, mir ist so das Geld vom Stromzahlen ausgegangen. Ich kann nicht im Dunkeln duschen. Ich muss erst den Strom wieder anstellen. Im Schlafzimmer sollte etwas Geld drin liegen. Wow. Was soll das? Aha. Die rote Anzeige zeigt Susans geistigen Zustand an. Sie steigt an, wenn sie sich aufregt. Wenn sie gefüllt ist, erleidet sie einen totalen Zusammenbruch. Okay. Sollte nicht blutverschmiert, ich muss vorher duschen. Hä? Achso, Moment mal, war er hier. Wahrscheinlich in dem Zimmer aus. Okay. Schrank untersuchen, Bücher, Briefe, Zeitschriften, Weingläser. Ich habe nichts getrunken seit Eric. Ach genau, das war unser... Ach, sieh mal, na, guck, ein Kätzchen. Aha, aha. Fenster, schließen wir mal. Gästezimmer. Stuhl. Klavier. Schrank. Ja, wo ist denn hier, wo ist denn hier das Geld? Vielleicht im Gästezimmer? Schlafzimmertür? Tasche. It's my bag. Okay, da haben wir wieder eine nicht übersetzte... Ein Kleingeld drin, das nehme ich die besser mit. 5 Pfund, das ist alles, was ich noch habe. Verdammt, ich bekomme frühestens in zwei Wochen wieder Geld. Aber wofür habe ich das alles ausgegeben? Oh, der Packung Zigaretten ist drin. Ihr kommt mit mir, meine kleinen giftigen Freunde. Bills, bills, bills and more bills. How can I afford to pay these? I wish I'd never got out of that hospital alive. Hm. Die meisten davon sind Geschenke alter Freunde. Leute, die ich schon lange vergessen habe. Ich kann mir nur kaum an sie erinnern, wenn ich ehrlich bin. Das ist alles in einem anderen Leben passiert, in einer anderen Zeit. Das mit den Wolken habe ich sogar selbst gemalt. Ich glaube, ich möchte es mal. Also ich mochte es mal, achso.
Jetzt kann ich es nicht einmal mehr anschauen. Katzenuhr. Okay. Das heißt, wir müssen jetzt damit den Stromzähler bezahlen. Ist das tatsächlich ein Stromsystem? Wow! Okay. Unangenehm. Münzen, Nutzen und Stromzähler. Blaue Anzeige. Okay. Füllt sich, wenn Susan glücklich und zufrieden ist. Wenn sie sich gefüllt hat, wird sie sich entspannen können. Okay. Dann wird doch wahrscheinlich eine Dusche mal sie mal so richtig entspannen. Gönnen wir uns mal was. Mein Gott, die Frau hat ja auch schon einiges durchgemacht. Und wir sind erst in Kapitel 3. Standing by the river, I smile. Will I miss it all? No. I'll be glad to leave it behind and never come back. Das ist besser. Jetzt soll ich mir etwas Essen besorgen. Wann habe ich das letzte Mal gegessen? Ich verhungere. Hey, und wir haben schicke neue Klamotten an. Nice. Ah, Moment. Kessel, Mikrowelle, Schrank, Kühlschrank. Nimm Cheeseburger, benutze Milch, schließe Kühlschrank, Cheeseburger. Achso, okay. Schließ mal wieder. Ein Quartel Pounder, yeah. Mach Kaffee. Ich brauche eine leere Tasse. Ja, wahrscheinlich im Schrank, ne? Öffne. Nimm Streichhölzer, nimm Katzenfutterdose. Nutz Kaffeefreund Getränkeweißer. I should make a coffee first. Ja, ist ja gut. I don't need it right now. Ja, okay. I don't need it right now. Ja. Wo habe ich denn meine Tasse? Schrank, Mikrowelle, Kessel. Lichtschalter. Im Wohnzimmer vielleicht? Nö. Hoppala. Dieser verdammte Ball fällt jedes Mal vom Regal, wenn ich die Tür öffne. Ich sollte ihn einfach wegschmeißen. Halt, Moment. Schönes Licht ausmachen. Wir haben nur $5 reingeschmissen. Das war schön gefüllt. Schalter ein.
Mach Kaffee. Scheiße. I should make a coffee first. Frau, wo hast du deine Kaffeetassen? Ach, Moment mal, sie geht ja... Stimmt. Nimm. Stimmt, sie hat ja immer gesagt, sie geht gerne auf den Balkon. Und trinkt da ein Käffchen und raucht sich eine. So die kleinen Luxus-Momente ihres Lebens. Jetzt können wir aber hineingehen und uns schön einen Kaffee machen. Jetzt können wir das hier öffnen. Ja, Moment. Nein. Hier, erstmal schön die Milch benutzen. Hoffentlich ist sie noch gut. Sake. This milk's off. It's completely ruined my coffee. Why does shit like this always happen to me? Why does shit like this always happen to me? Okay. I think I had some coffee whitener somewhere. Ja, war ja klar. Das so. Das heißt, Schrank öffnen. I should make a coffee first. Alter, okay. Kessel füllen. Mein Gott, dieses Spiel ist wirklich sehr erpicht darauf, wie man seinen Kaffee macht. Ich meine, ist aber auch richtig, alles zu seiner Zeit. Man soll sich ja schön Zeit lassen. Für die kleinen Dinge im Leben. Vor allen Dingen, dass man sich schön mal wieder hinsetzen kann, schön reflektieren kann, was ist einem heute passiert. Im Fall von Susan ist es wirklich... eine ganze Menge Scheiße. Aber gut, da kann man halt aber auch nichts machen. Machen wir uns mal schön ein Käffchen. Mh, lecker. Und jetzt aber nochmal schön mit Kaffeebeißer. Eine perfekte Tasse Kaffee. Sehr gut. Schließen. Achso, ach ja, und den Cheeseburger natürlich. Moment. Kann ich wieder rausgehen? Ich hätte vorher drauf gucken sollen, wie lange sowas braucht. Ich habe keine Ahnung. Fertiger Burger, okay. Ja, mal gucken, was sie sagt. Na komm. Lecker. Okay. Moment, ich glaube, wir sind hier soweit fertig. Lichtschalter aus. Setzen wir uns mal schön auf die Veranda und pöfen mal eine. Damn bird again. Go away. Shoo. Ich sehe, wir müssen jetzt uns hier noch behelfen. Eine Vogelscheuche machen. Lüfter. Untersuchen. Das ist für meine Katzen. Wenn die Fenster zu sind, können sie immer noch durch die Lüftungsschächte rein. Okay. Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich glaube, ich sollte mal dringend einen Kaffee trinken.
Nom nom nom. Kann ich die Leine hier nicht nehmen? Shirt. Nehme ich mit. Nein, nicht sitzen. Nehme ich das Shirt. Und das noch da dran. Wischen zu trocken aus, wenn wir jetzt weg sind. Jetzt ist alles kaputt. Wie alles in dieser Wohnung. Reicht es jetzt schon? Something is still missing. Ein Hut oder sowas. Oder keine Ahnung. Ach da. Da haben wir doch schon direkt den Hut. Wow. Mann, ich meistere hier das, das Leben der guten Susan hier schon mal ganz gut. Einmal Hut. Zap. Perfekte Tarnung. That's right. And don't ever come back, you horrible creature. Miss Scarecrow here is going to guard this home from the likes of you. Sehr gut. Jetzt schön eine Proben. I'm back in my old life. But how can I restore what's been broken for years? So far, nothing seems to go right. Every little thing is against me. Maybe it's my destiny to lose after all. And now those parasites? Like if it wasn't enough, but I killed Dr. X. And I saved somebody's life. That felt good. It's getting late. I should summon the cats now. I want to see them tonight. Mhm. Wie beschwöre ich denn die Katzen? Standing by the river, I close my eyes. One jump and I'm there. No. Someone jumped after me. He will never be my friend. Die Katzen kommen immer, wenn ich Klavier spiele. Ist echt spät, aber interessiert mich das wirklich? Nö. Klavier spielen. Ja, vielleicht hätte ich vorher die Fenster nochmal wieder aufmachen sollen. So aus dem Schatten sehen es tatsächlich so ein bisschen aus, ob die... Okay, sind tatsächlich auch animiert. Das sieht so ein bisschen aus, wie jemand so eine Holzkatze nimmt, aber so hin und her macht. Come inside, my darlings. I've missed you. Who's that? Teacup! I bet you thought you'd never see me again. Well, make yourselves at home. Dinner is ready to be served. Come on, everybody. Gather around. It's time for dinner. Nice. Das sind für meine, die ist für meine Katzen. Ich stelle immer Futter für sie raus, wenn sie da sind. Schön. You never eat my food, Teacup. Already had your dinner, have you? No, I get it. I know. You're a good friend. The best friend I have, really. The only friend in the whole fucking world. You come over to keep me company and want nothing in return. I appreciate it. You should know.
If you could know what I've been through lately. I've been to hell and back, my boy. But I'm here now. In my flat. Alive. And it's still the same mess that it's always been. I'm not sure how to deal with all this anymore. Don't know if I can. I wish I could be like you. At peace with the world. Always smiling. Someone's at the door. But who could it be so late at night? Oh, will ich das eigentlich wirklich wissen? Na, was für ein Psychopath ist es diesmal? Oh Gott, das sieht auch genauso wieder aus. Are you out of your mind? Do you know what time it is? We've all had it with you and your bloody cats. I'm sorry, I didn't mean to disturb anyone. Some of us have to get up early for work. You think it's okay to make noise at this time of the night? Oh, come on. Don't exaggerate. I did play the piano, but only for a minute or two. Enough to wake me up! And this is not the first time, either! If this happens again, you'll see pest control stepping in, and it won't be pretty! Get lost, you bald, ugly man. I'm done talking to you. What?! How dare you! This is going to stop, one way or the other, you crazy cat lady! If this happens again, you'll see pest control stepping in, and it won't be pretty! Hell, I'll poison your fucking cats myself if I have to! Point that finger at me again, and I will break it. I'm done talking to you. Go fuck yourself. Nice. Oh, shit. Oh fuck, was passiert jetzt? Oh Gott, wenn Musik gespielt wird in diesem Spiel, ist es nichts Gutes. Hätte ich irgendwas anderes wählen sollen? Ich weiß nicht, gut, jetzt mit dem Kaffee, das war ein Fehler, ne? Aber... ich weiß nicht, sonst... was zum Teufel? Okay. Ich habe das Gefühl, ich mache keine sonderlich gute Figur in diesem Spiel. Wahrscheinlich willst du jetzt irgendwann rächen in Form von einem fürchterlichen Ende. Will I jump again? No. Behind the closed doors. I have fallen in love with the razor. Hey, das war's ja schon. Das war tatsächlich ein sehr schnelles Kapitel. Aber okay, ich meine, eine Kugel für Susan, oh Gott. Aber ich schau mal erstmal noch in das Intro rein. Bis zu dem ersten Zeitpunkt, wo ich wieder abspeichern kann. Aber haben wir jetzt, ich bin mir nicht sicher, ob
wir das richtig gemacht haben, oder vielmehr ich. Gucken wir mal, wie das alles noch... Eieiei, da ist ja schon die Pest Control. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie habe ich jetzt erwartet, dass er so einen Leichensack daherzieht. Was ist das, eine Leiche? Ist das ein Bein? Ich weiß es nicht. Was zum Teufel ist das? And most of the day. Why am I still feeling tired? Someone's at the door. I really hope it's not him again. Okay. Dann würde ich doch sagen, hier ist doch mal wieder ein guter Zeitpunkt, um ja, wieder abzuspeichern. Ich schreibe mir wieder schön meinen Speichernamen hin, wir speichern ab. Und ja, das war auch schon das schnelle Kapitel Nummer 3. Ja, wir haben unseren Tag jetzt wieder in Freiheit quasi verbracht und ja, sind jetzt wieder zu Hause. Die Pest Control, das heißt die Kammerjäger, glaube ich, heißt es zu Deutsch, stehen vor der Tür. Irgendjemand hat eine Leiche daraus gebracht. Wenn ich jetzt mal ganz scharf nachdenken müsste und mal in die Zukunft gehen müsste, was wohl jetzt demnächst passieren wird, wir werden wahrscheinlich wieder einen von den Leuten umbringen müssen. Parasiten und so, ne? Ja. Aber gucken wir mal. Kapitel 4 ist es jetzt, was wir jetzt als nächstes vor uns haben. Schauen wir mal, wie lang das ist. Und ja, dementsprechend sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter Cat Lady spielen. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.